Hallo und herzlich willkommen zurück hier im wunderschönen Falkenstein, beziehungsweise weg hier. Das ist mein Bett. Hallo, mein Bett. Beziehungsweise hier im wunderschönen Schafsgehege zu Falkenstein. Aber noch in den Falkensteiner Grafschaften. Und man hört die Musik kaum, weil das Gemäher so groß ist, so laut ist, ne? Jetzt aber hier mal Ruhe, jetzt langsam. Also, Freunde, jetzt reicht's. Ich will doch hier niemanden schlachten, aber wenn ihr mich weiter so zwingt, dann wird das so enden. So. Ah, Ruhe. So, was haben wir jetzt geerntet? Uiuiuiuiuiuiui. Das kann sich sehen lassen. Also ein paar Steak-Schnitzels. Ein paar Schnitzels. Ein bisschen Müll hier. Das hatten wir ja schon vorher. Das hatten wir schon vorher. Das haben wir mitgenommen. Das haben wir genommen. Ich finde, das ist schon ordentlich. Machen wir jetzt einfach mal auf den Weg, ne? Wieder zurück in nach Falkenstein rein. Und wir sollten... Ja, ich überlege gerade. Ja. Erstmal kann ich die Wolle hier lassen. Zack, das Fleisch auch, das auch, das auch, das auch. Das nicht, das ja, das nehmen wir mit. Wobei, das hier auch. Die Federn brauchen wir nicht mitnehmen, das Knochen will auch nicht unbedingt. Aber die Rahmen können wir immer gebrauchen. Die Leinen, wobei zwei Leinen könnten wir ruhig hier walten. Jo, mehr braucht man nicht mit. Okay, gehen wir zurück nach Falkenstein rein. Oh, diese himmlische Ruhe. Schaf. Spring. Spring. Tschüss. Schön waschi-waschi machen. Schaf, du findest schon Weg, keine Angst. Okay. Wo sind wir gestern stehen geblieben? Oh, der Stuhl, der knatscht. Ach ja, wir sind dabei stehen geblieben. Wir wollten Bilderrahmen machen, ne? Also hier so eine fürs Lager, so eine Rahmen. Das heißt, ich muss mal hier die Uhr zurücksetzen und starten, okay. Wobei unten ist jetzt, wir könnten auch ein bisschen Zombie-Spawning machen, oder? Was haltet ihr davon? Hm? 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 Wollen wir ein bisschen kämpfen? Mit Zombies? Jetzt sind wir schon Level 25, den könnten wir noch leveln. Wobei wir leveln ja auch gleich hier hinten an den Öfen, ne? Und da können wir wieder verzaubern. Und dann können wir uns eine neue Schaufel machen, Cedric. Dann schaufel ich mir eine Schaufel mit Glück und Effizienz und nehme dafür keine zwei Diamanten. Wobei wir ja auch so... Na ja gut, vier... Oha, wir müssen wieder Diamanten farmen. Ja, ist okay, Cedric, hast recht. Das war nicht gerade klug, ich weiß. Tut mir leid. Schönen Gruß übrigens, Cedric. Gestern habe ich ja den Sonnenstern gegrüßt, heute grüße ich dich. Und ja, die Folge gestern kam sehr spät und vielleicht kommt die heute auch nicht gerade so früh raus. Aber das ist mir egal. Denn jeder muss ja selber sehen, wie er am besten klarkommt. Zack, 1, 2, 3, 4, zack. Mit seinem Rhythmus von den Aufnahmen, ne? Wobei, ich werde vielleicht demnächst mal einen Livestream machen von Toiletten-Tycoon. Ja, nee, ich weiß nicht, wie es genau heißt. Heißt es Toiletten-Tycoon? Nee, das heißt irgendwie anders. Das heißt Klo-Manager, glaube ich, ne? Das war cool. Oder, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, das Spiel Evil Genius. So ein kleines Let's Play, also hier so ein Game-Tape einfach, ne? So eine Folge. 30, seht ihr? Siehst du? Hast du gesehen? 30. Und ich muss mal gucken, ich bin immer mit dem Kopf immer so leicht verdreht, damit ich anständig ins Mikrofon spreche und dadurch kriege ich voll den komischen Tunnelblick, sage ich mal einfach, ne? So, ja, so. Okay. Was brauchen wir für die Leder? Und wir brauchen außenrum Sticks, ne? Stickies. Nehmen wir 1, 2, 3. Was für eine Sauerei. Und von den Stickies machen wir uns gleich mal ein paar. Zack und Zorg. 2. 4. 6.
Das reicht nicht. 8. Verdammt. Verdammt. Oha. Oh nein. Oh nein. Was soll ich denn mit 32 Knöpfen, verdammt? Oh nö. Oh nö. Das passiert, wenn man nicht aufpasst. Alles ganz, 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 ganz schlecht. Fichtenholz, das können wir doch, das geht, das können wir machen. So und so und so und so. Ich möchte auf jeden Fall möglichst viele Bilderrahmen bekommen, damit ich... Ach komm, mach's einfach mal so frei und machen einfach noch einen. So und so und so und so. Ne, das sind Pfeile. Und so, oh Gott. Was ist hier los? Kriegen wir gerade mal 64. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Verdammt, haben wir nicht, ey, wir haben doch irgendwo hier Sticks drin, oder? Wir sammeln jetzt einfach alle Sticks, die wir hier haben, raus. Zack, zack, zack. Seht ihr, so einfach geht das. Wir haben keine... Okay. Li-l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 i. Ah. Das war's schon? Mehr Sticks habe ich nicht? Flitzepiep, ey. Müssen wir das halt anders machen, dann machen wir das halt so, ne? Ist ja nicht so das Problem. Aber das kriegen wir schon hin, nicht? Nehmen wir einfach so, und dann tun wir so, und dann tun wir das. Und Kisten habe ich auch vergessen, ne? Oh Mann, ey. Ah, Holz. Komm, was soll's. Geiz macht... Geiz ist nicht geil, ich weiß. 16. Dann brauchen wir nochmal 4. Und dann können wir nochmal ein paar Sticks machen. Nicht wahr? Nicht wahr? Ist es nicht so? Na klar, ist es so. Ja gut, die 6 können wir nicht benutzen, aber dann machen wir jetzt hier das Leder noch rein und dann so und so und jetzt muss es aber passen. Zack, 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 zack. Okay, 24 Kisten. Die Kisten kommen natürlich wie gewohnt. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Der eine oder andere sagt jetzt, Moment mal, warum machst du das einmal links und einmal rechts? Ganz einfach, weil man kommt ins Lager und dann auf der rechten Seite sind immer rechts die Dings, ne? Und wenn man aus dieser Richtung kommt, sind die natürlich links und dort hinten rechts, ne? Also es hat schon sein System. Aber ich sehe schon, die werden bei weitem nicht reichen. Bei weitem. Aber es ist egal. Das ist egal. Wir können ja noch welche nachproduzieren bei Gelegenheit. Früher oder später. Eher früher als später. So, zack, 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 zack. Was wir in den Kisten lagern, das wird das Schicksal ergeben. Denn ich habe nicht so ein Lagersystem wie der Operzierer mit der Hanse. Wobei das ja schon sehr geil ist, ne? Das würde ich gerne hier haben, aber... Nee. Nee, nee, eine Hanse ist hier nicht angebracht. Dafür sind wir zu klein. Wobei ich ja doch schon sagen muss, ja, sure. So, hier haben wir welche dran. Hier haben wir dran. Da haben wir welche dran. Hier haben wir welche dran. Hier haben wir überall welche dran. Hier auch. Und hier auch. Und es wird Nacht. Ihr wisst ja, was das heißt. Ich finde das einfach, ich finde das so extrem schön, das sieht fast so aus wie eine Bibliothek, oder? Hm, unsere Buchhandlung zur Bibliothek umbauen, na?
Delfino, wie wär's? Hast Bock umzubauen? So, Bibliotheker. Eigentlich hätte ich den hier Sonnenstein nennen sollen, ne? Aha. Köder 3 ist ein schönes Angebot, aber brauche ich nicht. Danke. Dann hau ich mich hier jetzt in die Ecke. Kann ich noch nicht? Okay, dann arbeiten wir noch ein bisschen. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt aber, ne? Gute Nacht. Ah. So. Hallo da unten. Und die sind hier schön am sich verteilen. Das finde ich recht angenehm. 15 haben wir nur noch. Oh mein Gott. Da müssen noch einiges an Kühe für sterben. Ja, und das mit dem Beleuchtungssystem habe ich hier unten, hier oben auch gemacht. Wenn man hier durchguckt, da sind sie. So, zack, 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 zack. Holz könnte ich auch farmen, genau, Eichenholz, ne? 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Okay, das heißt, wir brauchen noch 1, 6, 11, 6, 17. 17, 27, 37. Warte mal, 11, 17, plus 10, 27, 37, 47, 57, 7, oh Gott, immer noch ein Stack. Ja, und oben, das Dach, hier kommt noch ein Turm drauf, mit einer richtig schönen Fahne. Die Fahne bin ich noch im Testmodus am Bauen. Hallöchen, ne? Ja, das tut mir leid, schöne Aussicht, ja, okay, aha, aha. Das sehe ich. Okay. Ja, Freunde. Freunde, so ist das, ne? So habe ich mir das gedacht. Und jetzt brauchen wir Holz, Eichenholz. Eichenholz habe ich nicht mehr beim Holzfäller, denn der Holzfäller ist eine faule Socke. Haben wir noch Kohle drin? Nein. Der Holzfäller ist eine faule Socke. Das könnt ihr jetzt glauben oder nicht. Er hat nämlich kein Holz geholt. Also kein Holz gefarmt. Wobei, wir haben ja jetzt für den Bücherwurm haben wir ja Namen und für die Apothekengaststätte da unten haben wir auch einen Namen aus der Community. Für die Lauseratz auch. Hallo, schön, dass hier was los ist. Und Freunde, genau so machen wir das. Wartet mal, ich habe hier einen Namen. Schild. Ist hier ein Creeper? Hallo? Creeper-Stallung? Jemand da? Nö. Ich habe hier ein Namensschild. Das Namensschild nehmen wir jetzt mit. Und mit diesem Namensschild habt ihr jetzt die Möglichkeit aus der Community einen Namen. Ja, ich weiß, es ist jetzt nicht so ein idealer Sache, aber hier. Für den hier. Für unseren Fleischer. Könnten wir theoretisch mal einen schicken Namen nehmen. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, welchen Namen. Und der Name wird ausgesucht anhand von Gefällt mir Daumen. Also wenn jetzt zum Beispiel Opa Zeron in die Kommentare schreibt, Horst August soll der Fleischer heißen. Also quasi müsst ihr reinschreiben, der Fleischer soll heißen, Doppelpunkt, Horst August. Oder Doppelpunkt, Kai. Oder Doppelpunkt, Popelnase. Oder so, oder so, oder so. Und anhand der Daumen, die nach oben sind für diesen Kommentar, werde ich dann den Namen hier für den nehmen. Sollte sich kein Name oder keiner bereit erklären, einen Namen aus der Community quasi, also keiner Namen für diesen Fleischer schreiben, dann werde ich mir selber einen einfallen lassen und dann ist es natürlich meine Sache, wie der heißt. Da gibt es dann auch keine Gefällt mir Daumen oder keine Gefällt mir nicht Daumen oder ähnliches, sondern da gibt es entweder der heißt so oder der heißt nicht so. Und wir haben 30 Level. Und ich habe Hunger. Und die Folge rennt auch schon wieder 12, 13 Minuten. Oh Mann, das ist ganz komisch mit dem Mikrofon. Ja. Ich versuche immer meinen Kopf möglichst nach rechts, beziehungsweise jetzt nach links zu machen. Damit ich möglichst laut zu hören bin. Ja, hier müssen noch Türen rein in das kleine Gewächshaus. Habt ihr recht. Und nicht links. So. Zack.
Ab geht's an unsere Baumfarm. Und ich denke, dann reicht das auch wieder mit der Folge. Ach, heie, verdammt. Was ist das denn für ein Riesenbaum? Habe ich schon mal erwähnt, dass ich Riesenbäume mag? Ich mag sie, wenn sie als Zierde dienen sollen. Allerdings hasse ich sie, wenn sie als Baum wachsen. Als Nutzbaum quasi, als Holz. Als Abholzungsbaum sind diese Bäume ungeeignet. Also sie sind schon geeignet, weil sie viel Holz bringen, aber... It nerfed. It goes me off the nerven. And that's the reason why I'm here. And singing my song for a little Baum namens King Kong. gestern hatte ich übrigens sehr viel Spaß im Live... Also, nee, gestern nicht. Am Sonntag. Am Sonntag hatte ich sehr viel Spaß im Livestream. Es war auch eigentlich eine Regel, also es war ausreichend. Für die Größe des Kanals war es vollkommen ausreichend. Oh nein, nicht schon wieder. Es waren zwischenzeitlich, glaube ich, fünf da. Es war natürlich Sonntag und da ist klar, dass nicht so viele da waren. Vielleicht sollte ich einfach das nächste Mal so einen Livestream einfach ankündigen, aber das Problem ist, dann muss ich ja den Livestream machen. Und es hat ja in der Vergangenheit auch nicht immer geklappt. Und ich will auch niemanden enttäuschen, deswegen... Ja... Also am besten macht ihr bei YouTube oder bei eurem Smartphone oder ähnlichen oder womit ihr dann halt so die Videos quasi anschaut, macht ihr die Aktivierung für Benachrichtigungen an und dann kriegt ihr automatisch dann eine Nachricht, wenn ich livestreame, zum Beispiel. Wobei das Stream jetzt auch in letzter Zeit ganz schön Überhand genommen hat, ne? Also Delfino hat jetzt ziemlich viel Material gestreamt Opa Zeron hat in letzter Zeit auch einiges gestreamt, aber dann natürlich ausgesetzt eine Zeit lang. Und ja, dann, achso, dann fällt mir noch ein. In der Community am Sonntag war es so, dass, ich glaube, es war auch der Grunt. Ach, Grunt, schreibt mal, ob das Grunt geschrieben wird, also Grunt oder Grunt. Das richtig, es sollte richtig sein, ne? Ja. Der meinte, was mein schönster Moment hier auf der Server war. Und das kann ich schon sagen, das ist eigentlich, wo ich aufgenommen wurde quasi, ne? Also, das war schön. Da war auch noch sehr viel los hier und jeder hat hier irgendwie die Let's Play-Folgen gemacht und es wurde auch immer erzählt und eine Story und es ist ja in letzter Zeit sehr ruhig geworden hier aus dem Dreiebenland. Es sind ja wirklich nur noch aktiv, sind es ja nur noch der Zeron und ich. Delfino ist ja auch nicht mehr der aktivste, beziehungsweise eigentlich gar nicht mehr, ich weiß nicht, wie es da weiter verläuft. Der UFO, das war ja klar, ne? So, der ist ja eher so gegen diese Einschränkungen mit nachts schlafen zum Beispiel. Ist ja eher so ein freier Rebell. Und Shoki, die ist gerade im Prüfungsstress, soweit ich das weiß. Ja. Zordan hat aufgehört. Auf unbestimmte Zeit, wahrscheinlich für immer, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Wobei, Zordan, du kannst ja mal eigentlich in die Kommentare schreiben, falls ich da was falsch erzähle, aber eigentlich nö, ne? Hast du ja so gesagt, dass du erstmal aufhörst. Auf unbestimmte Zeit und nicht weißt, ob was kommt oder nicht, oder... Ich hasse große Bäume. Gib mir dein Holzer! Ja, und dann war halt der Zeron, der hat dann auch aufgehört eine Zeit lang. Also ausgesetzt halt, wie gesagt, jetzt vergangene Woche nach Ostern. Und da war ich dann die letzte Instanz quasi, die gesendet hat. Ja, Hundsgrab TV ist auch sehr ruhig seit mehreren Monaten. Finde ich schade, ich habe es eigentlich immer gerne geguckt. Auch wenn ich selber halt quasi, betroffen bin. Also, ne, ihr wisst schon, wie ich das meine. War halt immer recht interessant und es war halt immer so ein Zusammenschnitt von den einzelnen Parts, aber ja. Ist klar, wenn nicht mehr so viele Streams, sag ich jetzt schon, jetzt bin ich ja auch schon im Streamfieber.
Folgen hochladen, dann ist es natürlich so, dass nicht mehr so viel News kommen. Und aber der Powerplayer hat ja jetzt sein ITV. Sein ITV-Studio kriegt er doch jetzt, also, ne? Also quasi da, wo es abgedreht werden könnte. Sollte doch irgendwie kommen oder kann kommen, oder dass der Powerplayer da einziehen kann, darf, wie auch immer. Ja. Gott, ich erzähle wieder einen Scheiß. Wahrscheinlich stimmt nur die Hälfte, also die Hälfte sind wahrscheinlich nur Unwahrheiten oder Halbwahrheiten, wie man das so schön nennt. Jo. So, wo ist hier ein Holz? Holzer, wo bist du? Da ist doch gar kein Holz mehr, oder? Nö. Aber da oben. Wir müssen gleich schlafen. Ja, ich weiß. Ich will nur schnell den hier abholzen. Und das heißt dann auch... Oh Gott. Da ist ja die Folge schon wieder zu Ende. Freunde, das gibt's ja nicht. Na gut. Dann legen wir uns hier hin aus dem schönen, wunderschönen Lager und gucken hier auf den Falkenberg. Aufs Falkengebirge. Und dann sage ich einfach bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen, ne? Tschüss!